Willst du nicht endlich reden über diese Wut, von der dein Leben beherrscht wird? Wie war das, als du um die parkenden Autos herumgeschlichen bist? Um die Liebespaare dabei zu beobachten, wie sie das tun, wonach du dich so sehr sehnst. Du hast in jener Nacht zwei Menschen umgebracht. Du und dein Stahlhaken. Ihr habt sie gnadenlos abgeschlachtet. Ein bestialischer Mord, der 13 Jahre zurückliegt. Süße, die Verabredung steht? Ja, heute heißt es, erst Bier saufen und dann runter mit den Klamotten. Yeah. Ich weiß, dass heute Valentinstag ist und dass ihr heute vor allem die Liebe im Herzen und im Sinn habt. Bitte seid vorsichtig. Hallo, Süße. Was zum Teufel willst du? Brad und ich sind heute oben auf der Lovers Lane. Bitte sorgt dafür, dass Michael uns dort sieht. Doch anscheinend wird eine friedliche Gegenwart, oh mein Gott, von den Schrecken der Vergangenheit eingeholt. Chloe! Er ist heute aus der Klapsmühle ausgebrochen. Der geflüchtete Mörder Ray Hennessy ist noch immer auf freiem Fuß. Er wurde vor 13 Jahren überführt, am Valentinstag ein Liebespaar auf einer abgelegenen Straße, die als Lovers Lane bekannt ist, ermordet zu haben. Diesmal geht es um unsere Kinder. Glaubst du, der will einen Rachefeldzug starten? Das ist doch vollkommen verrückt. Jetzt ist Partytime! Wo sind sie? Die wollten zur Lovers Lane fahren. Hast du das eben gehört? Ach komm schon, du hast doch nicht etwa Angst, oder? Hier ist hier drin, steig ins Auto! Verdammte Scheiße! Lovers Lane. Straße des Grauens.